Hallo, heute machen wir Fisch im Opti-Grill und zwar Forelle. Ich habe hier zwei Stück da und dazu wählen wir erstmal beim Opti-Grill das Programm Fisch. Und hier seht ihr die Forelle, die wir da haben. Haben wir zwei Stück. Die habe ich jetzt erstmal gut gereinigt, einmal gut unterm Wasserhahn sauber gemacht, auch von innen und dann wieder trocken getupft. Und die sehen schon schick aus, die Teile. Dann salze ich die mit Meersalz. Dann hier noch Steak Pfeffer Hamburg. Dann schneiden wir eine Zitrone in Scheiben. Die Scheiben halbieren wir dann nochmal. Und dann fangen wir an, unsere Forellen zu füllen. Einmal mit den halbierten Zitronenscheiben. Dann ein Zweig Rosmarin und noch etwas Thymian. Mehr muss da gar nicht rein. Das gleiche machen wir jetzt bei der zweiten Forelle. Jetzt einmal im Schnelldurchlauf. Dann bepinsel ich die Forellen von außen mit etwas Öl. Der Grund dafür ist einfach, dass ich nicht will, dass sie irgendwie an den Grillplatten haften. Und so sichert man das einfach dagegen gut. Die beiden Forellen sind jetzt vorbereitet. Jetzt warten wir noch drauf, dass der Opti-Grill vorgeheizt ist. Und das ist nun soweit. Dann öffnen wir den und legen die beiden Forellen rein. Und wie ihr sehen könnt, passen zwei Stück super drauf auf den normalen Opti-Grill perfekt. Und das dauert jetzt circa 9,5 Minuten, bis das fertig ist. Und dann sehen wir das Ergebnis. Ich habe das jetzt beim Medium rausgenommen. Ich messe nochmal nach. 73 Grad ist die Kerntemperatur. Das passt auf jeden Fall. Für Medium hätte es natürlich noch ein bisschen weniger sein können, vielleicht 5 Grad weniger. Aber es passt auf jeden Fall ganz gut. Also es ist jetzt nicht so, dass der Fisch roh ist. Also er ist auf jeden Fall gut gebraten. Ihr sehen könnt, sind die Augen auch weiß. Das ist ja auch mal nochmal so ein Erkennungsmerkmal, woran man sieht, dass der Fisch gut durch ist. Und hier seht ihr mal ein Stück, was ich jetzt rausgenommen habe. Das ist auf jeden Fall saftig. Ich finde, das ist auf jeden Fall mal was, was man öfter machen könnte und sollte. Wir essen leider viel zu selten Fisch und das ist eigentlich echt was Gutes, was man leicht im Opti-Grill auch hinkriegt. Und gesund ist es natürlich auch und so viel kostet es auch gar nicht. Also ich finde, das ist echt ein sehr guter Preis, was man so für so einen Fisch zahlt. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Danke fürs Anschauen und lasst gerne einen Kommentar unten da. Bis dann, ciao!